Hi, 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 hier ist wieder die Iris Riedel von Unique by Iris und ich zeige euch heute Monatsangebot Quick Eyes Bundle. Make-up habe ich schon drauf, keine Angst, wird kein langes Video. Quick Eyes Bundle besteht aus Augenprimer 4D und einen Flüssiglidschatten nach Wahl. Also, ich glaube, 6 Stück gibt es zum Aussuchen. Lasst euch einen kleinen Tipp geben, kann man auch super die rosane Arte als Lippenstift verwenden. Und Augenprimer habe ich dazu gefügt, weil viele keinen benutzen und man hat viel mehr vom Lidschatten, wenn man Augenprimer benutzt, weil die Farbe besser rauskommt und viele andere Dinge. So. So, das Band, also wie gesagt, Make-up und Rouge ist schon dran, Sprüh-Make-up. Ich habe mich entschieden für Businesslike, das Jiggly ist auch toll, aber das ist so matt. Braucht da gar keinen Pinsel, reicht dieser Applikator. Das Businesslike ist ein bisschen glitzernd. Seht ihr, der ist so angewinkelt und da hat er ein Loch, das immer genügend Material drauf ist. Natürlich kann man den auch verblenden mit dem Braunen. Jetzt machen wir zuerst mal Primer. Also normalerweise kostet dieses Bundle 85,50 und dann 15% weniger. Wisst ihr, ihr könnt alle Produkte, die ich euch vorschlage, oh, das war zu viel. Das ist zu viel. Austauscher oder andere hinzu, gar kein Problem. So, ich glaube, das dürfte genügen. Augenprimer ist schon sehr wichtig, auch als Anti-Aging-Produkt, weil er die Fältchen glättet, also auffüllt praktisch so. Wimpernzange. Mache ja auch das Licht an in meinem Spiegel. Ich hoffe, ihr seht mich genug. So. Lassen wir. Also das ist wirklich mit Flüssiglidschatten ist es ein Ruckzuck-Make-up. Augen-Make-up. Eigentlich geht ja Augen-Make-up immer schnell, aber mit Flüssiglidschatten ist echt. Ich liebe Flüssiglidschatten im Sommer auch. Der kühlt nämlich beim Auftrage und irgendwie kommt es mir so vor, wie wenn das hält besser im Sommer, wenn man schwitzt ein bisschen. Und das ist ja auch das Wichtige bei Augenprimer, dass der Lidschatten länger hält. Und ich habe bei diesem Bundle die 4D dabei, habe ich jetzt schon auch länger nicht mehr benutzt, obwohl ich die ja total lieb, aber die Twisted ist einfach auch toll. So, Businesslike. Seht ihr, der ist so spitz. Ja, das ist kein Material drauf, aber wie gesagt, lieber mit wenig anfangen. Das fühlt sich ganz cool. Kühl, auch cool an. Seht ihr, ruckzuck. Mit ganz wenig Material geht es sehr schnell. So, ich muss immer ein bisschen hier rüber gucken. So. Meine Augen sind heute hier ein bisschen geschwollen. Ich weiß nicht, ist das Wetter oder zu wenig getrunken? Ich weiß nicht. Irgendwann komme ich dem auf die Spur. Aufpassen, dass er die Wimpern nicht. Seht ihr, das ist so ein bisschen Schimmer. Glimmer. Hier gelingt es mir nicht so gut. So, das lassen wir jetzt trocknen und dann können wir mit einer anderen Farbe, ich glaube mal hier ziehen und hier ins Spiegel gucken. So. Ich habe noch nicht die optimale
Spiegel-Handy-Kombination gefunden. So. Ruckzuck. Und jetzt kann man natürlich, probieren wir, jetzt lassen wir es aber ein bisschen trocknen. Diesen was, Ombre, nee, Ornat, Ornate, oder so heißt der, den kann man dazu, wenn es getrocknet ist. Sehe ich jetzt noch nicht. Manche mögen ja gern flüssig Make-up. Als einfach ruckzuck geht. Spiegel da das Licht blöd. So. Jetzt. Ah, hier hinten ist ja nicht so wichtig, weil man da die andere Farbe drauf. Aber hier hätte ich es schon gern, dass alles ausgemalt ist. So. Augeprimer. Flüssiglidschatten. Ich glaube 6 zur Wahl. Könnt ihr euch aussuchen. Und die 4D-Mascara. So, das Ornate. Hoch. Schütteln. Vorführeffekt oder was? Nein. Nee, hier das so Gold. Machen wir nur ein kleines. Seht ihr, ganz genauso wie mit dem Pinsel. Und es lässt sich verblenden. Molly bloß so ein bisschen rum. Aber auch so, dass es gescheit aussieht. Ich gucke immer, dass das so symmetrisch ist. Ich wollte euch nur zeigen, was für Möglichkeiten man auch mit Flüssiglidschatten hat. Und vor allem, man kann auch flüssig und Puder zusammen. Ich weiß, klingt unglaublich, aber wahr. So. So, das lassen wir jetzt ein bisschen trocknen. Dann machen wir das mit einem ganz normalen Verblendungspinsel. Und zwar bevor wir die Wimpern tuschen. So lang können wir jetzt weißer Kajal. Gibt es im Angebot gerade, gell? Bei den Steals and Deals. Geht ruhig mal auf meine Seite. Gibt es lauter Angebote bis zu 40% Ermäßigung. Und machen wir diesen braunen Strich. Der sieht nicht aus wie dieses Ornate. Sind ganz weich, die Stifte. So, jetzt verschmiert. Nein. Ruhig, ruhig, so drüber. Das verblendet man jetzt. So. Ganz normal. Seht ihr, schon wird es heller. Das ist so wie ein bisschen Kupfer. Auch nur so ein Schatten, weil eigentlich das Hauptding soll businesslike sein. So, lässt sich auch super verblenden. Freitag weiß ich noch nicht, ob ihr Video macht, also kein Schminkvideo, weil wir da nach Köln gehen. Zu den Schwiegereltern. Vielleicht vormittags einfach. Können das nachmittags angucken im Replay.
So, seht ihr? Also ist schon ein völliger Unterschied, hier noch nicht. Aber keine Angst vor Flüssiglidschatten. Geht auch sehr gut. Highlighter könnt ihr da nicht mitmachen. So. So. Heute auch kein Wimpernprimer. Ich zeige das, was praktisch da drin ist. Und jetzt kann man nachbessern. Seht ihr, hier ist. Lässt sich auch super handhaben, dieses Ding. Dieser. Ja, egal. So. Und wenn man es verschmiert, kann man es einfach wieder. Wenn man es verschmiert, wie Iris immer, kann man es einfach wieder wegmachen. So. So, ein bisschen trocknen lasse. Dann zeige ich euch die 4D. Die 4D hat Fasern. Y-förmige Fasern werdet ihr mit dem Auge. Auch ist die Bürste auf einer Seite hat sie kurze Borste und auf der anderen längere. Ist ein kleiner Trick beim Auftragen, aber bis jetzt hat es immer geklappt bei alle meinen Kundinnen. Ich schicke da auch, falls euch interessiert, ein Anwendungsvideo dazu. So. War doch ein bisschen zu viel Lidschatten, aber egal. So. Mal jetzt trocknen und mache die 4D hin. So, langsam öffne. Seht ihr? Wenn er nämlich rum macht, dann kriegt der Klumpe hin. Wiggle, wiggle. So hin und her ziehen. Vorsichtig, die Bürste ist natürlich größer wie von der Twisted. Die erste Lage. So. Hier. Zickzack und dann hoch rollen. Zickzack rollen. Hier müssen wir so rum. Zickzack rollen. So, hier unten vorsichtig. Die Bürste ist natürlich viel größer wie von der Twisted. Aber auch sehr gut zur Handhabe. Gefällt mir jetzt doch nicht so sehr. Ja, noch ein bisschen während es trocknet. Die erste Lage Mascara. Machen wir hier. Dieses schöne Verblenden. So. Trocken. Schön im Wimpernkamm. Man da dauernd für mich Teilungen. Etwas irritierend. So.
gibt auch einen ganz tollen Schwung. So, nächste Lage. Abrollen. So. Dieses kann man fortführen, bis man. Die soll ja auch, also damit man keine falsche Extensions und falsche Wimpern mehr braucht. Nicht wasserfest, nicht vergesse. So. Kann man natürlich auch. Die erwische aber vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Weil die Bürste ja auch viel größer ist. So. So. Wimpern kann. Jetzt muss ich gerade echt überlegen. Naja, von weiter weg sieht es nicht so. Kann. So, bis das jetzt trocknet, machen wir den Lippenstift. Ich finde heute, machen wir mal Soft Harpic. Zapkel habt ihr letztes Mal gesehen. So, hat auch ein Applikator. Ach, das war. So. Fast noch, sag mal. So, das ist der Soft-Hearted. Saptel hätte besser passt, aber ich will euch nicht immer nur das Saptel-Lippenstift, mein Lieblingslippenstift, zeigen. So. Wir machen jetzt hier zweite Lage, nicht vergesse. Jetzt machen wir noch eine drüber. Dann sind wir gerüstet. Könnte ich jetzt auch den Lidschatten nehmen können als Lippenstift, Flüssiglidschatten, aber gibt halt keine Feuchtigkeit, weil es halt nicht so für die Liebe ist. So, jetzt zack, zack, zack. Auch ein tolles Ergebnis, oder? Wir haben für jede Anforderung die richtige Mascara. Und die braune, normale Epic ist gerade im Angebot. Schaut mal nein. Und wenn jemand meint, er möchte auch mit so toller Kosmetik rummachen, 107 Euro und dein ganzes Leben kann sich verändern. Erstens mal ist die Kosmetik natürlich im Wert von 486 Euro oder so. Ihr zahlt 107. Ihr müsst auch bedenken, ihr kriegt ja dann lebenslangen Online-Shop. Und eure Prozente. Mein Leben hat sich verändert. Sehr. Ich liebe das, was ich mache. Ich hoffe, das merkt man mir auch an. So, machen wir nochmal eine Lage. Und ich würde mich echt freuen, wenn jemand mitmacht. So.
Die macht halt Dichte mit den Fasern und Länge. Die twistet, macht Länge und separiert die schön. Die 4D macht Dichte und Länge. So. So, Highlighter machen wir noch. Huch. Falsche. Der den mache ich den anderen. Da ist er doch. Wo ist mein Puderpinsel? Nicht da. Ach du liebe Zeit. Doch hier. Nee. Machen wir es halt mit den Händen. Es gibt es ja nicht. Habe ich vorher noch in den Griffel gehabt. Ach Mensch, echt. Egal, nehmen wir mal so einen Pinsel. Was mit dem? Nee. Machen wir so einen anderen Puderpinsel. Hallo Renate. So, und mit dem Finger machen wir das. Jawohl, wir sind schon am Ende. Ein schnelles Make-up. So, hier. Heute mal wieder mit der 4D-Mascara. Flüssiglidschatten. So. Also, meine Lieben, jetzt sind wir fertig, wenn man doch so lange braucht. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag noch. Hier war die Iris Riedl von Unique by Iris. Wie gesagt, am Freitag, hallo Ines, sehen wir uns wahrscheinlich nicht zu einem Schminkvideo, weil wir nach Köln fahren, aber ich lasse mir was anderes für euch einfallen. Einen wunderschönen Tag noch. Tschüss, hier war wieder die Iris Riedl von Unique by Iris.